Willkommen zu Captain Toad Treasure Tracker. Es wurde auch wirklich mal Zeit. Yoshi hat sein eigenes Spiel bekommen, Luigi hat sein eigenes Spiel bekommen, Wario hat sein eigenes Spiel bekommen, ja sogar Prinzessin Peach hat ihr eigenes Spiel auf dem DS bekommen. Und jetzt eben Toad, oder besser gesagt Captain Toad. Das Spiel wird am 2. Januar 2015 in Europa erscheinen. Ja, der Release wurde um eine Woche vorverlegt. Und ich kann euch jetzt schon im Rahmen dieser Preview die ersten beiden Parts präsentieren. Was mich natürlich sehr freut, aber ausdrücklich sei gesagt, dass es natürlich sozusagen Spoiler beinhaltet. Ich werde euch die ersten Level zeigen, wie man sie durchspielt. Weil anders kann man das Spiel ja gar nicht zeigen. Gerade die ersten Level sind ja relativ einfach, ihr werdet sehen. Aber wer sich nicht spoilern lassen möchte, der kann auch bis Januar warten. Dann geht's weiter am Release mit dem dritten Part. Und ich werde euch jetzt ganz ohne Schnitte den Anfang des Spiels präsentieren, damit ihr euch so ein bisschen ein Bild davon machen könnt. Und wie ihr sehen könnt, mit einem Powerstern wird Toadette entführt. Ja, Captain Toad, ein Charakter, der in Super Mario Galaxy sein Debüt feierte. Und vor allen Dingen bekannt ist aus seinen Auftritten in Super Mario 3D World. Da gab es ebenfalls bereits Level im Captain Toad Design. Und das wurde ausgebaut. Es war eigentlich so beliebt, dass man jetzt ein ganzes Spiel daraus gemacht hat. Und wir gehen in das erste Level, Aufbruch im Rupfpass. In jedem Level gibt es drei Superjuwelen zu finden. Und die werde ich euch zeigen, weil wie gesagt, ausdrückliche Spoiler-Hinweise hier meinerseits. Das war die Bedingung von Nintendo, dass ich euch die ganz normalen Parts zeigen kann. Ich muss sagen, die ersten Level sind halt wirklich gar nicht so schwer. Das Ganze wirkt recht niedlich aufgemacht. Hier versteckte Münzen, Achtung. Ja, und das Rupfen ist seit Super Mario Bros. 2 auf dem NES Tradition, da war Toddy auch dabei. Ja, ein bisschen merkwürdig, dass Captain Toad nicht springen kann und auch relativ langsam läuft, obwohl die normalen Toads es eigentlich können, nicht wahr? Also wenn man an Super Mario 3D World denkt, der normale Toad konnte definitiv springen und rennen. So, bevor ich diesen blauen Hebel ziehe, gehe ich mal hier hoch. Achtung, da unten ist ein Block, das merken wir uns. Ja, wir können Gegner nur so attackieren, indem wir sie bewerfen oder andere Goodies einsammeln. Hier zum Beispiel eine Spitzhacke! Und jetzt nicht nur das Ausrupfen, sondern hier unten den Block erledigen. Damit kommen wir zum Goldpilz. Wenn man so ranzoomt, hier ist ein Steckbrief von dem Adler, der Toadette entführt hat. Ja, wir retten diesmal keine Prinzessinnen, sondern Toadette. Womöglich. Es ist auf jeden Fall sehr liebevoll gemacht. Es sind einiges an Level. So, jetzt ist glaube ich an der Zeit, den blauen Schalter mal zu, oder Hebel, zu rupfen. Zack. Hier haben wir noch was. Ja, und die Toad-Kollegen hier, der mit der Brille vor allen Dingen, der gibt uns noch ein Kristall. Und ihr? Zeitung lesen, die Sportergebnisse im Pilzkönigreich. Und andere macht sein gepflegtes Mittagsschläfchen. Kann sich sehen lassen. Der Powerstern ist immer das Ziel eines Levels. Damit haben wir das geschafft. Und auch ruckzuck alle drei Superjuwelen gefunden. Und in jedem Level gibt es noch eine Spezialaufgabe, nämlich in diesem Falle Goldpits eingesammelt. Und einen Münzrekord kann man auch jedes Mal aufstellen, da kann man sich überbieten. Kommen wir also zum zweiten Level, Chaos im Gookie-Wumms-Tempel. Gookie-Wumms-Tempel. Nun, wir wissen natürlich noch nicht, was die Aufgabe ist, die uns gestellt wird, aber wir laufen hier entlang. Diesen Level gab es auch schon auf der Gamescom zu spielen, den habe ich da schon gezockt und wer von euch anwesend war, dem wird es auch aufgefallen sein. Gab es jetzt, glaube ich, drei oder vier Level zu zocken. Ich gehe mal ganz kurz hier ins Wasser. Die Schattenmünzen muss man quasi erst berühren, bevor die Münzen, ja, feste Form annehmen. Das sind die besagten Wumms. Ja, die sind ein bisschen stressig, so, wenn ich den jetzt abwerfe. Der wird nicht besiegt, aber der hält an. So, ich bleibe hier auf der Plattform, auf dem Wasser. Und kann damit ganz in Ruhe hier hingehen. Ja, also der Grund ist, warum ich euch das schon zeigen kann mit Spoilerwarnungen. Es ist ja nahezu unvermeidlich hier, die 100% zu vergessen quasi.
weil, ja, es ist wirklich viel schwieriger, hier alles zu übersehen. Also in den ersten Leveln, später wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber hier findet man wirklich alles ruckzuck. Und so spielt man ja dieses Spiel. Das Spiel besteht ja aus nichts anderem, als die Rätsel zu lösen, die sich daran befinden. Und es lebt davon, ich kann auch immer mal ranzoomen für euch. Aber man erkennt es ganz gut. Stellt es auf 1080p und Vollbild. So, Achtung. Ich jetzt mal hier ganz kurz. Mama! Tati! Sehr gut. Jetzt muss ich warten, bis dieser drehende Kreis. Das hat auch einen Zylinder, ist das eigentlich, ne? Das ist eigentlich ein Zylinder. Mit Nischen. Danke, dass du uns nach oben holst. So. Wie gesagt, wem die Level in Super Mario 3D World schon gefallen haben, der wird hier seinen Spaß haben. Wird natürlich noch innovativer, man lässt sich immer mehr einfallen, es bleibt nicht so simpel. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese ersten paar Level, die wir uns jetzt anschauen werden, die sind noch nicht so ganz schwer. Jetzt bauen wir die Superkristalle, aber kriegt den Hinweis, Brücke nicht zerstört, das ist die Mission. Und die Brücke ist am Anfang kaputt gegangen. Wir wussten das ja noch nicht, okay? Ich habe schon mal Probe gespielt, deswegen wusste ich's. Deswegen werde ich jetzt einfach nur den Level durchlaufen. Na, ich will nicht ins Wasser fallen. Tut Toad zwar nichts, wenn ich hier ins Wasser falle. Aber da muss ich den Weg wieder zurückgehen. So, ich brauche ein bisschen mehr. Ah, lass mich da rein. Verdammte Axt. Dankeschön. Hoch mit dir. Also wer sich jetzt denkt, okay, das ist nur was für die Jüngeren. Oh, da bin ich ein bisschen... Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Das muss ich verneinen. Also es wird wirklich noch... man wird die Gehirnzellen nochmal anstrengen müssen. Jetzt an euch vorbei. An denen kommt man auch so vorbei. Man muss die nicht mit Gemüse bewerfen. Aber hey, das ist Toddys Lieblingshobby. Gemüse werfen. Baba! Captain Toad. Wer hat denn mit diesem Spiel gerechnet? Ganz im Ernst, als das vorgestellt wurde. Ja, viele hätten es als DLC vermutet, aber es ist ein Vollpreisspiel, bevor jemand fragt. Natürlich ist noch nicht bekannt, wie teuer es genau sein wird. Unverbindliche Preisempfehlung und so. Aber es ist eben kein DLC, sondern ein eigenes Game für Nintendo Wii U. So, hier kann ich jetzt die Plattform antippen. Und die bewegen sich darauf hin. Ich zeige das mal ganz kurz. Das sind eigentlich nur zwei große Plattformen, ne? Guck mal, hier versteckt sich doch was. Wenn ich jetzt mal runter mache, gehe ich mal hier auf die andere Seite. Dann haben wir hier... Ne, warte mal. Münzen. Und ein Schlüssel. Der sieht genauso aus wie der Schlüssel in Super Mario World. Für das Super Nintendo. Das ist die ominöse Schlüsselform. Traditionell. Mach mal hier auf. Und... Das nächste Juwel, schon das dritte. Ja, also dieser Level ist ja wirklich sehr klein. Er ist ja wirklich winzig. So, pass auf. Wir gehen mal hier rein. Da ist der letzte. Ich kann aber hier nur rausschauen. Nee, nee, nee. Warte, es muss doch noch einen Weg geben. Warte, warte, warte. Ja, wenn ich jetzt da drin gewesen wäre. Ah, ich muss da drin sein. Und das dann verschieben. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Also. Ja, manchmal steht man auch gepflegt auf dem Schlauch. Das kann passieren. So, warte. Wir hoch. Captain Toad läuft darüber. Wenn wir das jetzt wieder antippen, gehört uns der Powerstern. Das habe ich gern. Die Juwelen haben wir. Wir sind am Ziel. Aber was war die Mission? Tippsteine nur dreimal berührt. Ich bin ja, war jetzt nicht so gut in Mathe. Wie oft habe ich denn die Steine berührt? War das mehr als dreimal? So. Wie löse ich das denn? Innerhalb von drei? Echt? Kann man so schnell ans Ziel kommen? Warte mal. Eins. Zwei. Drei.
wie schnell man diesen Level beenden kann, ne? Ich sag's gern nochmal, ihr werdet es auch im zweiten Part zu sehen bekommen, den ich noch demnächst hochladen werde. Dass ich die da noch, das ist da ganz schön was, also da steckt mehr dahinter, als es bis jetzt den Anschein hat. Deswegen macht ihr euch ja ein Bild von dem Game. Level 4, Steinpilzplateau. Oh, Shy Guys. Das ist ja das Problem. Wir sind ja ein armes, kleines Würstchen. Nein, nein. Captain Toad ist kein Würstchen. Er ist ein Pilzchen. Er kann sich kaum wehren gegen diese Gegner. Okay, diese Flatterdinger, kennen wir die irgendwo her oder sind die neu? Die kommen mir irgendwie ein bisschen unbekannt vor. Sehen aus wie Eulen. Wir müssen uns selbst vor diesen, vor den lächerlichsten Gegner für Super Mario eigentlich noch in Acht nehmen. So, jetzt einmal hier. Liegt auf dem Weg. Also es ist wirklich schwieriger, die Sachen zu übersehen. Ich hab's probiert. Ich hab probiert, die Level zu durchlaufen, ohne was einzusammeln. Das geht nicht. So. Eine Plattform gibt's hier, die man antippen kann. Wird einem natürlich auch immer explizit gesagt. Und hier die Rüben. Die nutzen wir, um die Scheigeis aus dem Weg zu räumen. Weil die uns verfolgen. Ich zeig das mal. Nein. Wir selbst können auch rennen mit Toad. Bei Druck auf den Y-Knopf. Gibt ein bisschen mehr Gas. Wir mussten diesen Shy Guy erledigen, damit er dieses Juwel ausspuckt. Nun. Willst du auch, warte. Pumps. Sehr schön. Und jetzt mal. Zip. Hier geht ja einiges ab, aber wo könnte sich der letzte Kristall verbergen? Mal anschauen hier. Die können wir so betätigen. Aufwärts, bitte. Nein, oh, oh. Ja, die Gegner erledigen uns auch. Deswegen bekommen wir die ganze Zeit Pilze, wenn wir uns treffen lassen. Ich glaube, ich demonstriere das demnächst mal. Wenn sich Toddy treffen lässt, wird er kleiner. Wie als wenn sich Mario treffen lassen würde. So, jetzt würden wir so... Nein, so würden wir zum Ziel kommen, aber mir fehlt wirklich noch was. Zum Glück haben wir eine Rundumsicht. Okay, da müssen wir hin. Na, da ist auch was. Warte mal, da kann man doch... Da kann ich doch irgendwie, kann ich da unten hin, ne? Das machst du jetzt hoch? Hm. Nicht ganz. Muss ich mir da gerade mal reinziehen hier. Ah, jetzt ist hier eine Luke auf. Ja, also... Wirklich auch dieses... Na, wie sagt man, dieses räumliche Denken... Wird im Spiel auch gefördert, also. So, da wir jetzt. So kommen wir ohne weiteres zum Powerstern. In Level 4. Baba! Also wirklich schon sehr liebevoll gemacht. Und es macht auch wirklich Laune. Wir sind alle Ruhe zu zocken. Die Aufgabe war, alle Gegner zu besiegen. Das haben wir mit Bravour gemeistert. Und jetzt. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Du kannst dir elektronische Bedienungsleitung ansehen, indem du drückst auf Home-Menü. Ja, das ist in Ordnung. Dankeschön. Das war der erste kleine, aber feine Part. Weiter geht's im nächsten Part mit dem nächsten Abschnitt. Und ja, dann wird ein bisschen mehr Innovation noch gezeigt. Also auf keinen Fall verpassen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.